Hallo Freunde, ich freue mich, dass ich euch zu einer neuen Folge von Jade Empire begrüßen kann oder darf oder beides oder wie auch immer. Wir haben auf jeden Fall die Mutter besiegt, so viel ist sicher, und wir wollen jetzt zu First Yun gehen, um uns eine Windkarte abzuholen. Aber da will ich noch was anderes anschauen. Wir haben nämlich auch noch dieses glitzernde Juwel der Balance bekommen. Das hätte ich das letzte Mal beinahe vergessen. Was bekommen wir denn da? Körper plus 4, Geist plus 4 und Seele plus 4. Ja, gar nicht schlecht. Ganz gleich, welchen Weg ein Mensch im Leben nimmt, Bestimmung und Schicksal sowie der menschliche Willen legen fest, wie weit man kommt. Ob man auf den Weg des Friedens oder der Macht... der Wille muss in Balance mit den Bedürfnissen von Körper, Geist und Seele stehen. Sofern alle eins sind, kann wahre Meisterschaft erreicht werden. Dieses Juwel ermöglicht es den Anwender, Balance zwischen den inneren Kräften herzustellen, indem es die Gesamtheit stärkt. So, das da würde ich gerne lassen, weil Geist plus 12 ist richtig gut. Intuition ist eigentlich auch nicht schlecht. Schmeicheln, ha. Wie stehen wir mit den Werten da? 35. Wisst ihr was? Dann tun wir den Glück des Spielers raus und machen dieses glitzernde Juwel der Balance rein. Ich glaube, das ist nämlich gar nicht so schlecht mit plus 4 auf alle Werte. Dadurch haben wir zwar ein bisschen Intuition weniger. Oh, das erste Mal, dass wir sogar Schmeicheln höher haben. Wir haben jetzt 34, 33 und 30, okay. Das erste Mal, dass wir Schmeicheln höher haben. Aber gut, passt schon, passt schon. Hallo, jetzt. Lass uns mal erstmal zu Yun zurückgehen. Irgendwie will die Maus gerade nicht so richtig, habe ich einen Eindruck. Ich fragte mich schon, wie lange ihr brauchen würdet, um hier herunterzukommen. Ich muss es euch wohl nicht sagen, aber die Luft hat sich erheblich verändert. Als die Erde bebte, erschienen Schatten des Waldes hier im Lager. Sie erklärte mir, was auf meinem Land vor sich ging. Sie erzählte, was im Gasthaus geschehen ist. Schreckliche Geschichte. Bin froh, dass ihr in der Lage wart, das zu regeln. Nannte man sie wirklich die Mutter? Mhm. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Diese Bestien mussten weg. Das kann man wohl sagen. Was für ein Gräuel. Und das auf meinem Land. Hier ist die Windkarte, die ihr wolltet. Es ist eine fast perfekte Kopie. Und ich versichere euch, die Assassinen werden nie erfahren, woher ihr sie habt. Sehr schön. Was werdet ihr jetzt tun? Wir werden noch eine Weile hier bleiben. Jemand muss sich um diese Bäume kümmern. Außerdem muss ich mich wohl um ein paar alte Familienangelegenheiten kümmern. Es gibt alte Bündnisse aufzufrischen. Das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Glaubt ihr, dass der Wald wird in absehbarer Zeit wieder passierbar sein? Erlaubt mir darauf zu antworten, Fürst. Wie es scheint, habt ihr das Problem mit dem Wald gelöst. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass die Geister sich einfach in Luft auflösen. Ihr habt allerhöchstens dafür gesorgt, dass es nicht noch schlimmer kommt. Und wenn wir Glück haben, heilt die Zeit die Wunden des Waldes. Woher wusstet ihr? Das wissen wir ja eigentlich schon. Schatten des Waldes hat es ja schon gesagt gehabt. Also von daher, ich denke, es wird Zeit für mich zu gehen. In der Tat. Ich bin euch zutiefst dankbar. Ich hatte die Hoffnung so gut wie aufgegeben. Da kamt ihr wie ein Himmelsgeschenk daher. Lebt wohl! Diese Karte wird euch gute Dienste leisten, wenn ihr einen geeigneten Flieger für die lange Strecke findet. Ich wünsche euch alles Gute. Da arbeiten wir gerade dran. So, eine Windkarte erhalten. Sehr schön. Und hier müsste jetzt auch ein Ding fertig sein. Ja, genau. Alle abgeschlossenen. Das Gasthaus der Kannibalen. Ihr habt euch durch die Höhlen unter dem Gasthaus zum Pilgerschlummer gekämpft, bis ihr schließlich auf den Schlupfwinkel der Mutter gestoßen seid. Ihr habt das widerliche Monster bezwungen und konntet gerade noch rechtzeitig aus dem einstürzenden Höhlensystem entkommen.
Und der kranke Wald ist aufwärtig. Verstion hat Wort gehalten und euch die Windkarte gegeben, mit der ihr in die Kaiserstadt gelangt. Eine alte Dämonin wurde bezwungen und der große südliche Wald sollte unter der liebevollen Fürsorge von Schatten des Waldes mit der Zeit gewiss sich erholen. Genau. Genau, ich wollte noch was schauen und zwar wollte ich noch mal mit dir reden. Ja. Ja, mit dir. Irgendwie, ich weiß nicht warum, irgendwie hakt's gerade ein bisschen. Bin auf den Desktop geraten. Ja, irgendwie hakt das Spiel gerade irgendwie, auch die Maussteuerung hakt gerade. Vielleicht muss ich das Spiel neu starten, ich weiß es nicht. Ich wollte erstmal mit dir noch reden. Schön, euch wiederzusehen. Kann ich etwas für euch tun? Haben wir genug Geld, um uns den diesen einen Stil noch zu leisten? Seht her und sagt mir, was ihr... Dieser Stil hier. Oh, Moment, hast du noch anderes Zeug? Juwel des guten Gespürs? Ach nee, das war nur das hier. Ja, das müsste gehen. Sehr schön. Den Stil legendärer Stoß bekommen wir auch woanders, aber den Sturmtarstil hat der eine nicht gehabt. Von daher holen wir uns auf jeden Fall diesen Sturmdrache-Stil, nicht G. Und er erzeugt auch Fokus-Power-Ups. Okay, den kaufen wir uns mal. So, und verkaufen können wir... Das da würde ich gern behalten. Kriegerjuwel. Ja, behalte ich auch lieber mal. Ja, das da kann auf jeden Fall verkauft werden. Der kann, glaube ich, auch verkauft werden. Der hier kann auf jeden Fall verkauft werden. Schmeicheln plus 2. Lass mal so, wie es jetzt ist. So. Ein neuer Stil gelernt. Hier ist es. Der Sturmdrache ist so ein Unterstützungsteil wie himmlische Welle. Den würde ich jetzt auch tatsächlich mal auf Nummer 5 legen. Was ist denn das für eine Schule hier? Ah, keine Ahnung. Sturmdrache. Ein Unterstützungsstil verursacht im G-Schlag-Modus direkten Schaden. Ach, ja, das ist Dings natürlich, genau. Mit dem Flächenangriff dieses Stils kann man eine harmonische Combo eingeleitet werden, die einen Fokus-Power-Up erzeugt. Flächenangriff wieder. Mhm. Form und Schläge des Sturmdrache ermöglichen es dem Meister, die Mächte des Blitzschlags zur Schädigung des Gegners einzusetzen. Das hat man, glaube ich, schon gelesen. Genau. Das finde ich auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Ich würde erstmal auf die anderen gehen, aber den würde ich vielleicht früher oder später auch ein bisschen einsetzen. Dann haben wir jetzt Unterstützungsstil drin. Das ist ein Unterstützungsstil. Der macht nichts, das ist einfach nur ein einzigartiger Stil. Waffe. Das ist, glaube ich, dann eher Magie, oder? Magiestil, genau. Magiestil. Und das war dieser waffenlose Stil. Alles klar. Dann sind wir soweit fertig, aber ich habe gerade gesehen, ich weiß nicht, warum das gerade so hakt. Aber das hakt gerade extrem heftig. So, du wolltest noch irgendwie was mit mir reden? Ja, ich kann aber nicht mit dir reden. Doch, jetzt. Jetzt wieder nicht. Der Wald war ein beunruhigender Ort. So viel Zerstörung. Es war schrecklich, auch wenn das meiste nicht sichtbar war. Wenn ihr etwas Zeit habt, könnten wir vielleicht über das sprechen, was wir gesehen haben. Ja, gerne. So viel Zeit, Hammer. Ich möchte wissen, wie es euch geht, Morgenstern. Bedrückt euch etwas? Ist das jetzt die richtige Frage? Die Zeit, die wir im Wald verbracht haben, war sehr beunruhigend für mich. Eine solche Kluft zwischen den Belangen der Menschen und Geister zu sehen, daran muss ich mich immer noch gewöhnen. Ich bin empfindsam für solche Sachen, solange ich zurückdenken kann. Aber das war nicht immer ein so bedrückendes Talent. Es gab auch Harmonie. Wann habt ihr eine Veränderung bemerkt? Das kam einfach allmählich. Die Welt scheint sich mit Geistern anzufüllen, die nirgends hin können. Das
selbst Schatten des Waldes davon betroffen ist, beunruhigt mich sehr. Ja, schon irgendwie. Ich frage mich, wie weit diese Schwierigkeiten reichen und was Sterbliche wie wir dagegen tun sollen. Was denkt ihr? Meister Li glaubte, dass irgendeine Verbindung zu euch besteht. Könnt ihr mir Zuversicht geben? Mal schauen. Ach, okay. Wieso sollte ich den Schwachen helfen, noch abhängiger zu werden? Nee, das nehmen wir nicht. Ich weiß nicht, aber es freut mich, dass ihr euch damit an mich wendet. Eure Wertschätzung hilft mir sehr viel und ich bin euch dankbar dafür. Ich weiß, dass wir tun werden, was wir können, selbst wenn die Welt Wege geht, welche wir nicht zu ergründen vermögen. Ich bin froh, dass wir uns so unterhalten können. Es besänftigt meine Gedanken. Ich hoffe, wir können es ein andermal fortsetzen. Auf jeden Fall. Ich will demnächst auch nochmal ins Lager gehen und mal mit allen Leuten nochmal reden, ob es irgendwie was Neues gibt. Bis bald. So, aber jetzt gehen wir erst einmal in die Stadt. Da will ich zwei Sachen machen. Nee, eigentlich drei Sachen. Ich will erstmal zu den alten Meistern gehen. Oh, mit dir können wir auch gerade reden. Gibt's da was Neues? Vielleicht können wir auch sagen, dass der Wald, dass es im Wald wieder besser geht. Und wieder stört ihr mich. Nee, okay. Ja. Ich dachte, da gibt's jetzt auch irgendwie was Neues. So, schauen wir mal. Vielleicht lernen wir jetzt sogar noch einen weiteren neuen Stil. Ich bin jedenfalls gespannt. Es ist immer ein Vergnügen. So, ich habe bitte eure Unterweisung, Herrin Jo. Wo? Ja, ich weiß. Es ist gut, dass ihr zu mir gekommen seid. Ihr verdient es, die Kontrolle über die Erde zu lernen. Aber ihr müsst auch lernen, dass der Stein nie wirklich richtig beherrscht werden kann. Was sie damit sagen will, ist, dass ihr auf der Stelle von der Erde zermalmt oder verschluckt werdet, wenn ihr nicht gegen ihren Stil, den Steinunsterblichen, bestehen könnt. Es ist der einzige Weg, die wahren Geheimnisse des Steinunsterblichen zu lernen. Ich will euch nicht zu dieser Entscheidung zwingen. Das heißt, wir müssen dagegen kämpfen, oder? Ich werde mich den Steinunsterblichen ohne Angst im Herzen stellen. Gut, das wird keine einfache Prüfung, aber ich vermute, ihr seid bereit dafür. Hab ich gespeichert? Ich weiß es nicht. Probieren wir mal. Springen wir hier! Wow! Ah, jetzt macht sie wieder das hier. Okay, wir haben es geschafft. Gut gemacht. Nur sehr wenige können dem Stein Unsterblichen widerstehen. Genau genommen nur diejenigen, die die Welt um sie herum verstehen. Ihr versteht euren Platz und habt doch keine Angst, eure Stärke einzusetzen, falls es notwendig sein sollte. Das wird euch in diesem Leben nützlich sein und... Vorsicht! Wie ich schon sagte, das wird euch nützlich sein. Wissen die mehr? Die wissen anscheinend irgendetwas, was wir nicht wissen. Hm. Aber nicht sagen dürfen oder wollen. Was wolltet ihr da gerade sagen? Ach, vergesst es. Ich dachte nur laut. Schüler eures Formates sind selten. Wenn ihr mit diesem Witz von einer Prüfung fertig seid, würdet ihr das Mädchen bitte unterweisen, wo? Weiteres Verhätscheln macht sie nur schwach. Ignoriert ihn einfach. Männer in seinem Alter werden eben launisch. Also, lasst mich euch beibringen, wie man sich die Erde untertan macht. Nur eure Verbindung zur Welt und euer Verständnis eures Platzes wird sie überzeugen. Ja, ihr habt es verstanden. Sehr schön, ein neuer Stil.
Es ist eine Ehre, von euch zu lernen, Herrin Wo. Es war mir eine Ehre, zu lehren, was ich konnte. Ich bin kein Lehrer, wie es Meister Jian war, aber seine Lektionen hätten nicht zu eurem Temperament gepasst. Ja, das glaube ich auch. Ich bin nur Jian, die Eisenfaust. Meine beste Schülerin hat sich schließlich von meiner Unterweisung abgewendet. Vergesst nicht, dem hohen Weg treu zu bleiben. Die Erde dient nur jenen, die ihren Platz zwischen den Dingen kennen. Genug davon. Ich würde sagen, unser Spiel ist vorüber, Wo. Es ist Zeit, dass wir uns wieder trennen. In der Tat. Sollen wir uns nächstes Jahr wieder treffen, Jian? So lange werdet ihr jetzt nicht machen. Unsere Pfade werden sich kreuzen und ihr werdet feststellen, dass dieser alte Tiger immer noch alle seine Zähne hat. Das erklärt ihr seit 2 Jahrzehnten nun schon jedes Jahr. Diese Zähne müssen ja inzwischen schrecklich lang sein. Wie bekommt ihr den Mund überhaupt noch auf? Die 2. Bis nächstes Jahr, alter Ziegenbock. Diese 2, ich frage mich, ob wir die nochmal treffen werden. Stehler lernt, Steinunsterblicher. Sehr schön. Erst einmal hier, das müsste jetzt ein abgeschlossener sein. Wenn ich ihn dann finde. Die Lehren eines Meisters, wie euch Meister Li. Nee, das war's nicht. Ah, wie hießen die Ding? Das uralte Spiel, da ist es doch. Herrin Wo hat euch im Kampf geprüft. Und als die Steine sich nicht mehr bewegten, war sie gerne bereit, euch im Stil Steinunsterblicher zu unterrichten. Dieser Stil funktioniert am besten, wenn sich der Anwender in Harmonie mit seiner Umgebung befindet. So, den schauen wir an. Das ist auch ein Magiestil. Das ist auch nicht schlecht. Schreckenslamme und Steinunsterblicher. Könnte sein, dass Steinunsterblicher vielleicht besser zu uns passt als das Feuer. So, da haben wir erst einmal wieder bis zu 25%. Ja, eigentlich genauso wie der andere Pfad. Magiestil. Einklang. Stärker, wenn man dem Pfad der offenen Hand folgt. Kostet Chi. Mit dem schweren Angriff dieses Stils kann eine harmonische Combo eingeleitet werden. Kämpfer, die diesen Stil erlernen, erhalten die Macht über das Trägelement der Erde und die Kontrolle über Steine und Kristalle. Meister von Stein und Sterblicher können ihre Gegner mit Kristallgeschossen angreifen. Feinde in Steinhüllen und sogar den Boden unter den gegnerischen Füßen aufreißen. Um sich die Macht der Erde zunutze machen zu können, muss der Geist des Kämpfers von Balance, Beständigkeit und Ordnung bestimmt sein. Aus diesem Grund ist Steinunsterblicher unter den Anhängern des Pfades der offenen Hand sehr beliebt. Wer dem Pfad der geschlossenen Faust folgt, kann diesen Stil längst nicht so effektiv einsetzen. Nee, das ist definitiv ein neutrales Ding. Ich frage mich gerade, was besser zu uns passt, Steinunsterblicher oder Schreckensflamme? In Schreckensflamme haben wir halt schon schöne Punkte reingesetzt gehabt. Steinunsterblicher könnte aber besser für uns von Vorteil sein, weil wir halt den Pfad der offenen Hand auch folgen. Das heißt, das könnte vielleicht besser für uns passen. So, dann will ich noch einmal ganz kurz ins Teehaus gehen und mit Ru den Bootstyp-Dingsbums da reden. Der soll uns ja theoretisch gesehen übersetzen zu den Piraten. Da wollte ich einfach mal schauen, was er sagt. Ob er sagt, ja, ich mach, oder ob er sagt, erst nach den Damm. Ich glaube nämlich, dass er erst sagt, nach den Damm. Aber ich will es mal probieren. Ich will mal probieren, mit ihm zu reden. Und wenn ich mich hier recht erinnere, war der oben. Ja, jetzt läuft es wieder ein bisschen flüssiger. Ruh, ihr redet die ganze Zeit davon, dass ihr den großen Damm schließen werdet, sobald ihr euren Mut zusammengenommen habt. Aber das sagt ihr jetzt schon seit 3 Tagen. Das Gespräch hatten wir doch schon. Die alte Mutter Quan möchte, dass hier wieder Anstand einkehrt. Ihr könnt hier nicht bleiben. Geht schon und schließt den Damm. Oh, es tut mir leid, Yanwan. Lasst mich
Lasst mich euch auf einen Wein einladen. Zwei Krüge Wein und wir trinken auf bessere Zeiten. Schreibt sie einfach an. Ich zahle dann später. Ruh, ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Ich muss mich um die anderen Gäste kümmern. Ihr müsst jetzt gehen. Aber nein, ich bin mir sicher, dass ich jetzt erst einmal etwas trinken muss. Ich muss meinen Mut stärken, damit ich den Damm schließen kann. Nur einen Krug. Oder zwei. Oder drei. Vielleicht auch vier. Mehr Wein! Der hat schon genug getrunken. Ich werde mich um ihn kümmern. Wirklich? Dem Kaiser sei Dank. Ich habe nämlich alle Hände voll zu tun. Hey, wer seid ihr denn? Was noch viel wichtiger ist, habt ihr etwas Wein zur Hand? Oder könnt ihr welchen besorgen? Oh je, oh je. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Na, ich bin Ling, die Kluge. Ich brauche eure Hilfe. Meine Hilfe? Niemand bittet mich um Hilfe. Die Leute wagen sich ja nicht einmal mehr auf meinen Kahn. Aber ich bin nicht nur ein nutzloser alter Trunkenbold. Das werde ich Ihnen beweisen. Darum habe ich mich auch freiwillig gemeldet, den großen Damm zu schließen. Ich brauche nur noch ein, zwei Krüge Wein, um meinen Mut zu stärken. Boah, ist der voll. Ihr müsst mich zum Piratenlager bringen. Das kann nicht euer Ernst sein. Es ist richtig, dass man nur mit meinem Kahn dorthin gelangen kann. Aber die Piraten sind gefährlich. Glaubt mir, ihr wollt nicht wirklich zu ihnen. Trinkt doch lieber einen Schluck Wein mit mir. Man sagte mir, ihr werdet mutig genug, mich dorthin zu bringen. Verrückt, das bin ich. Ich bin vollkommen irre. Vor allem, wenn ich genug Wein getrunken habe. Wie jetzt zum Beispiel. Aber ich könnte euch durchaus zum Piratenlager bringen, wenn ich nicht eine wichtige Aufgabe zu erledigen habe. Ja, den Damm schließen. Ich habe den Leuten hier versprochen, dass ich den Damm schließen und so die Stadt retten werde. Aber um ganz ehrlich zu sein, inzwischen wäre es mir lieber, ich hätte meinen Mund gehalten. Ich war leider betrunken, als ich das gesagt habe, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Aber wenn jemand anders den Damm vor dir... Allah hat mich nur für einen nutzlosen Trunkenbold. Aber wenn ich den Damm schließe, werde ich ein Held sein. Ich brauche nur noch ein paar Krüge Wein, um meinen Mut zu stärken. Den will ich nicht unbedingt mitnehmen. Ja, ich könnte es schmeicheln. Ich glaube, dann könnte man das mit dem Damm vielleicht sogar komplett umgehen. Aber ich will ja den Damm schließen. Da ist ja auch noch ein Artefakt, ein Stück vom Amulett drin. Wie wäre es, wenn ich an eurer Stelle den Damm schließe? Ihr wollt den Damm schließen? Ihr scheint mir dazu durchaus in der Lage. Ich schätze, es wird mir niemand übel nehmen, wenn ich euch diese Aufgabe überlasse. Na dann. Ich fürchte, das bedeutet, dass es keinen wirklichen Grund mehr gibt, warum ich euch nicht zu den Piraten bringen kann. Ich habe euch versprochen, dass ich euch zu ihnen bringen werde und ich stehe zu meinem Wort. Meistens. Ich gehe jetzt zu dem kleinen Dock, wo mein Kahn liegt und bereite alles vor. Wenn ihr bereit seid aufzubrechen, findet ihr mich am Pier der Bettler. Er liegt im südöstlichen Teil der Stadt. Okay, dann ist das zumindest schon mal gemacht. Ich würde euch gerne noch ein paar Fragen stellen. Die Fragen, die ich normalerweise zu hören bekomme, sind: Könnt ihr jetzt bitte gehen oder könntet ihr euch bitte nicht daran übergeben? Werdet ihr mir auch solche Fragen stellen? Nee, eigentlich nicht. Erzählt mir ein wenig von euch. Ich fahre auf Kähnen, seit ich alt genug bin, die Stange zu halten. Ungefähr genauso lang trinke ich auch schon. Das ist so etwa meine Lebensgeschichte. Ich habe so manche Flasche geleert und so manche Fahrt auf dem Fluss hinter mir. Es waren mehr Flaschen als Fahrten, um ganz ehrlich zu sein. Und mehr gibt es nicht zu erzählen. Ich bin ein einfacher Mann mit einfachen Bedürfnissen. Ich möchte gern mehr über die Stadt wissen. Ich weiß wirklich nicht, was ich euch da sagen soll. Ich kenne mich gut mit dem Boden einer Weinflasche aus. Außerdem habe ich Erfahrung mit Weinkrügen und Weinfässern. Aber das war's dann auch schon. Ich bin nicht besonders gut bei diesen Frage- und Antwortspielchen.
Na dann. Ich möchte, dass ihr nüchtern seid, während er für mich arbeitet. Ah, nee, das, ich will nicht vergraulen. Wir sehen uns dann am Pier, der Bettler. Gut, ich habe noch viel zu tun, bevor wir fahren können. Ich muss den Kahn überprüfen, unsere Vorräte aufstocken, den Wein probieren. Man sollte nie mit schlechtem Wein an Bord aufbrechen. Ja, sonst wärst du wahrscheinlich gar nicht. Es scheint mir ein aufrichtiger Kerl zu sein. Es mag leichtsinnig erscheinen, jemandem zu trauen, der so sehr in den Wein vernarrt ist. Aber ich glaube, er wird zur Stelle sein, wenn wir ihn brauchen. Ich denk's auch. Also, kommt zum Pier der Bettler im südöstlichen Teil der Stadt, wenn ihr bereit seid aufzubrechen. Alles klar. Können wir auch nochmal mit dir reden? Es ist alles so viel besser jetzt. Nee. Nur die alte Mutter weiß, wie man dieses Haus richtig führt. Alles klar. Dann haben wir hier nochmal ein neues Ding. Findet einen neuen Flieger. Ro hat sich bereit erklärt, euch von Tier ins Anleger zur Pirateninsel und zurückzubringen, bis ihr einen Ersatz für euren abgestürzten Flieger findet. Die Piraten haben zwar Flieger, aber geschenkt bekommen werdet ihr vermutlich keinen von denen. Ja, aber das machen wir dann erst, wenn wir zurück sind. Dann werden wir als allernächstes zum Lagerplatz gehen. Da will ich nochmal mit allen Leuten reden, die wir jetzt versammelt haben. Und danach geht es zum großen Damm und mal schauen, was da so alles zu finden ist. Ich bin mal gespannt, was wir alles finden werden. Ob wir unser Amulett vergrößern können hier. Nee. Doch, das ja. Und wie viele Fassungen wir dann benutzen können. Ob das nur eine weitere Fassung ist, zwei weitere Fassungen oder drei Fassungen. Ich weiß es nicht mehr, aber ich könnte mir eins von diesen drei Sachen mir vorstellen. Wäre cool, wenn wir drei Fassungen gehen würden. Dann könnte man das Glück des Spielers zum Beispiel wieder reinsetzen. Aber gut, wie dem auch sei. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.